Kuchenteilung, das kommt jetzt. Ah, Verbundenheit, komm mal hier. Ja, alles klar. Im Anschluss aus dem alten, großen, riesengroßen Musikarchiv rausgesucht, passend zum Geburtstag des Marsch, Jubilissimo. Und danach muss noch ein Lied kommen. Der Gegner da hat früher immer gesagt, es gibt ein Lied, danach kann nichts mehr kommen. Bei ihm war das die Internationale, bei euch ist das glaube ich ein anderes Lied. Aber wir brauchen erstmal den Platz. Und nicht so gerne im Rampenlicht hier vorne. Der Bürgermeister macht das so elegant, er könnte, wenn er mal nicht mehr im Amt ist, auch Konditor werden. Das ist schön. So, habt ihr Hunger? Ich höre nichts. Wer hat Hunger? Also jetzt gibt es eine leckere AV-Torte. Vielen Dank an die AV. Ein Stück weit tragt ihr ja mit Schuld, dass wir die Stadtrechte bekommen haben. 1899, AV1 abgetäuft. Viele, viele Menschen kamen der Arbeit wegen nach Marl. Und am Ende waren es dann so viele, dass wir auch die formalen Voraussetzungen 36 erfüllten, Stadt zu werden. Und deshalb herzlichen Dank. Vielen Dank für die Torte, vielen Dank auch für das Engagement mit dem wunderbaren AV-Zell. Wir haben gestern dort eine Führung gehabt mit den Bürgermeistern der Partnerstädte, mit vielen Bürgern. Ganz herzlichen Dank. Und mir ist das eine besondere Freude, weil ich glaube, ich bin der einzige Bürgermeister des Ruhrgebiets mit dem Elektrohauerbrief. Ja? Also das hat, glaube ich, keiner mehr. Und mein Herz gehört natürlich dem Bergbau nach wie vor. Herzlichen Dank und Glück auf. Herr Bürgermeister, ich habe es ganz normal angesprochen, Sie sagten das auch. Wenn AV dann doch mal zumachen sollte, verliert die Stadt nicht automatisch die Stadtrechte wieder? Nein, aber ein Stück ihrer Identität. Das wollte ich sagen. Bislang konnte mir auch noch keiner erklären, warum der Bund schließen muss. Tut mir leid. Vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Jetzt eine Bitte noch an die Gäste hier auf der Bühne. Wir haben hier eine Unterschriftenliste, die ist jetzt dummerweise in die Richtung aufgebaut. Also die vielen Gäste auch, natürlich von der Zeche oder vom Bergwerk oder von der Grube oder vom Schacht, was auch immer, von der RAK, ehemaligen DSK, ehemaligen RAK, ehemaligen BASF-Musterzeche, bitte da einmal auf dieser Tafel unterschreiben, die sollen irgendwie dann an diesen Geburtstag erinnern. Und der erste Bürger, wir gehen ganz von der Bühne, damit endlich wieder das Orchester, die Bergkapelle weiterspielen kann. Herr Sickerath, Sie rennen mir nicht weg, ich will gleich noch mit Ihnen reden.